So, hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV und das heutige Video, da hat der eine oder andere darauf gewartet und ich persönlich habe mich auch auf dieses Video gefreut, denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Video. Titel des Videos, so besiegst du deine Selbstzweifel. Selbstzweifel, das ist eine ganz, ganz wichtige oder beziehungsweise Zweifel können natürlich auch eine sehr schlechte Sache sein. Und ich will dir in dem Video heute einfach mal verraten, wie du oder meine Tipps, wie du Zweifel, die du hast, wie du Selbstzweifel, die du hast in Bezug auf Trading, aber vielleicht auch auf andere Dinge, wie du die besiegen kannst. So, und ich habe mir für dieses Video extra hier einen großen Zettel geschrieben mit ein paar Stichpunkten, weil das ist, glaube ich, etwas, was man nicht einfach so nebenbei abhandeln kann, sondern wo man schon ein paar Dinge mit beachten muss. Wie bin ich überhaupt auf das Video gekommen? Natürlich wieder dank euch. Ganz konkret hat nämlich ein Mitglied unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, hat einen, ich glaube schon vor ungefähr 10 Tagen etwa, hat einen Beitrag geschrieben und der war sehr, sehr interessant, denn ich glaube, er hat damit vielen Einsteigern, vielen, die jetzt noch keine 5, 10, 20 Jahre dabei sind, so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Und zwar, er hat übrigens auch sehr gut geschrieben, er hat halt geschrieben, dass bei ihm natürlich durch das, was in den letzten Wochen so passiert ist, doch so etwas wie Zweifel aufgekommen ist. Zweifel daran, ob das, was er hier tut mit dem Optionshandel, langfristig überhaupt Früchte trägt, ob das überhaupt Sinn macht und ob es denn überhaupt das Richtige sein kann, dass man quasi, also um es mal einfach zu übersetzen, ist denn das die richtige Strategie, wenn man immer drei Schritte vormacht, dafür braucht man ein Jahr und dann gibt es vielleicht zwei, drei Tage, wo man diese drei Schritte wieder zurückmacht. Und das sind ja ganz einfach Zweifel an der Strategie. Und ich kann das super nachvollziehen, weil ich in meiner Börsenkarriere natürlich auch häufig schon diesen Punkt hatte, wo ich gezweifelt habe. Wo ich an mir gezweifelt habe, wo ich am System gezweifelt habe. Ganz am Anfang, ich bin ja jetzt auch schon weit über 20 Jahre dabei, hat es sogar Situationen gegeben, wo dieser Zweifel so weit geführt hat, dass ich Strategien aufgegeben habe. Also ich habe, jeder weiß das ja, der mich ein bisschen kennt und auch so ein bisschen mal drauf gehört hat, als ich mal über meine Historie erzählt hat. Ich habe ja auch mit Aktienhandel angefangen im neuen Markt, also einer Zeit, wo es nur nach oben ging. Und ich habe eine Menge Geld verdient in dieser Aufwärtsbewegung. Als es dann nach unten ging, habe ich alles wieder verloren. Also da war alles, ich habe innerhalb von einem halben bis zu einem Jahr alles verloren, was ich vor 4, 5 Jahre lang verdient hatte. So, und sogar noch ein bisschen mehr. Und ich hatte natürlich Zweifel, allerdings, und das muss ich jetzt sagen, hatte ich keine Zweifel, dass Börse grundsätzlich etwas Gutes ist, aber ich hatte Zweifel, dass Aktien etwas Gutes sind. Ne? Ich habe mir damals gesagt, Aktien, das ist alles Beschiss. Diese ganzen Leute da im neuen Markt, die Vorstände, die immer gesagt haben, es läuft super, und dann kam raus, dass sie hintenrum schon Aktien verkauft haben, das sind alles Verbrecher. Und deswegen im Grunde verdanke ich dem, dass ich heute beim Optionshandel bin, weil ich bin danach zum Futurehandel gegangen, Rohstoffe, weil ja, Rohstoffe können ja nie auf Null fallen. Ne? Und deswegen bin ich darauf gekommen. Und deswegen ist jeder von euch, der Zweifel hat, das ist eine vollkommen normale Entwicklung. Und ich glaube, es ist nicht nur an der Börse so, sondern es trifft jeden, der irgendwo versucht, etwas aus der Masse auszubrechen. Also derjenige, der einfach so in den Tag hineinlebt, der hat natürlich auch keine Zweifel. Ne? Also jemand, der sich keine Gedanken um seine Zukunft macht, der sich keine Gedanken um sein Äußeres macht, der sich keine Gedanken um seine Gesundheit macht, dem ist das vollkommen egal, der hat keine Zweifel, weder an sich selbst noch an dem, was er tut. Aber jeder, der aus etwas ausbrechen will, der etwas mehr erreichen will, der etwas Besonderes schaffen will, der hat natürlich auch Zweifel. Und ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan von Biografien. Ich lese sehr viele Biografien aus allen Bereichen, also nicht nur Börse, sondern eben auch Schauspieler, Sportler, Künstler, Politiker. Und bei all denen, wer schreibt eine Biografie? Natürlich immer nur Leute, die irgendwie erfolgreich sind. Du wirst selten eine Biografie finden von jemandem, der nichts erlebt hat.
Und aber was allen diesen Biografien auch immer oder was sich überall gleicht, ist, dass diese Menschen natürlich Selbstzweifel hatten. Zweifel am System, Selbstzweifel. Und oftmals ist dieser Unterschied gar nicht so groß, ne? Also wenn jemand, nehmen wir mal einen Politiker, was gibt es ein gutes Beispiel? Du kannst im Grunde jeden amerikanischen Präsidenten hernehmen, die Gründungsväter, da war jeder dabei, der Niederlagen erlitten hat in der Politik. Und die haben dann natürlich auch immer gezweifelt, einmal an sich selbst und einmal auch am System. Ist denn Politik überhaupt das Richtige für mich? Wäre ich nicht vielleicht in der Lincoln? Ne? Lest mal die Biografie von Lincoln, da ist das ganz klar da. Der hat so viele Vorwahlen verloren, so viele Wahlen immer verloren, hat sich in seinem Wahlkampf ruiniert und hat auch immer wieder gezweifelt, ist Politik das Richtige für mich? Also Selbstzweifel und Zweifel an der Systematik, ob das nun Börse ist oder Sport oder was auch immer, das ist erstmal was ganz Normales. So, und deswegen kann ich das also gut verstehen und deswegen, ich habe im Laufe der Zeit für mich ein paar Dinge entwickelt, wo ich weiß, okay, mich beschäftigen Zweifel nur noch sehr, sehr, sehr selten und wenn dann überhaupt nicht mehr so stark, ne? Und das sind Dinge, die du, glaube ich, auch, wenn du das möchtest, für dich anwenden kannst. Das ist jetzt keine Blaupause, sondern genauso musst du das machen. Aber wo du vielleicht selber dich mal hinterfragen kannst, muss ich überhaupt an mir zweifeln, muss ich am System zweifeln? Nochmal, kurz bevor wir auf diese drei Punkte kommen. Wenn du zweifelst, sprich das erstmal für dich. Weil jemand, der ein 0815-Leben führt, wird nie zweifeln. Nur diejenigen, die etwas Besonderes machen, die zweifeln gelegentlich auch. So, jetzt kommen wir hin. Drei Tipps habe ich für dich, die ich für mich auch anwende, wenn mal wieder dieser Selbstzweifel irgendwo kommt. Das ist ja nur ein Gefühl, was man da hat. So, Punkt Nummer eins. Wo stehe ich in meinem langfristigen Plan? Wo stehe ich in meinem langfristigen Plan? Und klar, diese klassische Situation, ich habe vor einem Jahr angefangen, es lief alles okay, jetzt ist das Geld wieder weg, ich bin wieder auf Einstand. Ne? Wie gesagt, kenne ich. 5 Jahre lang im neuen Markt, super Geld verdient, innerhalb von einem Jahr alles wieder weg. Also quasi 6 Jahre umsonst. So, und da ist doch ganz normal, dass da Zweifel kommen. Und jetzt ist ganz wichtig, hast du einen langfristigen Plan und wo stehst du da? Als ich mit der Börse angefangen habe, hatte ich ein ganz klares Ziel. Ich wollte Millionär werden. Ich wollte reich werden mit der Börse. Und dieses Ziel war natürlich auch noch da, nachdem ich das ganze Geld im neuen Markt verloren hatte. Da hat es überhaupt keinen Unterschied gegeben. Da habe ich trotzdem immer noch daran geglaubt, Börse macht dich reich. Du wirst an der Börse so viel Geld verdienen, dass du reich wirst. Und das war vielleicht aus damaliger Sicht, wie ich mir das so vorgestellt habe, etwas naiv, was die Dauer betrifft, was die Wege dahin betrifft. Ne? Aber die Grundidee, ich will reich werden durch die Börse, die war immer da, das hat mich immer fasziniert und das hat mir dann auch geholfen, mich in dieser Situation einfach weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn du dich jetzt einfach mal fragst, auf deine ganz konkrete Situation, du hast von mir aus vor einem Jahr mit dem Optionshandel angefangen, hast 1 Jahr lang Geld verdient und jetzt durch die Situation im Februar, März, bist du wieder da, wo du vor einem Jahr warst. Und jetzt einfach mal die Frage, ist denn dieser aktuelle Drawdown so gravierend, dass er deinen langfristigen Plan stört? Und ich glaube, die meisten von uns müssen an dieser Stelle sagen, naja, wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt, nein, das ist es gar nicht. Ne? Es ist gar nicht so gravierend, was da jetzt passiert ist. Klar, es ist ärgerlich, aber mein langfristiges Ziel, Altersversorgung aufbauen, Zusatzeinkommen verdienen, ich möchte in ein paar Jahren als Händler leben. Ne? Das ist doch durch diese Dinge gar nicht so gravierend gefährdet. Natürlich ist ein Rückschritt, ne? Aber ihr wisst doch alle, dass der Weg nach vorn zum Erfolg, das klingt jetzt so ein bisschen wie Motivationsgespräch, aber ihr wisst doch alle, wie stellen sich immer alle Leute Erfolg vor? So hier, ne? Seht ihr das? Kann man das hier erkennen? Also hier so ein Pfeil nach oben, ne? So stellen sich alle Leute Erfolg vor. Und wie ist es wirklich realistisch? Wenn wir vielleicht nicht unbedingt einen grünen Stift holen sollen. Aber wie ist es wirklich realistisch? Realistisch ist es doch so. Ne? Also es geht nicht nur einen Weg nach oben, sondern
Auf und Abs. Und das ist halt jetzt gerade mein Ab. Und da ist es eben ganz wichtig, dass du weitermachst. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, den ich vorgesetzt habe. Wo stehe ich innerhalb meines langfristigen Plans? Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann hast du keinen langfristigen Plan. Und wenn du keinen langfristigen Plan hast, dann ist es ganz normal, dass Zweifel kommen. Weil du weißt ja gar nicht, warum du das jetzt alles machst. Und du kannst jetzt auch nichts Positives herausziehen, weil du weißt ja gar nicht, wo du hin willst. Ne? Und deswegen beantworte dir die Frage, wo stehe ich innerhalb meines langfristigen Plans? Und Nummer zwei, wenn du das nicht beantworten kannst, dann mach einen langfristigen Plan. So, das war der erste Tipp. Zweiter Tipp. Frag dich immer, warum kommen Selbstzweifel? Die Selbstzweifel kommen, weil du dir selbst noch nicht beweisen konntest, dass es funktioniert. Was ja ganz normal ist, wenn du am Anfang stehst. Ne? Also, wenn jemand, der 30 Jahre etwas erfolgreich macht, der hat ja auch nicht vor 30 Jahren, war der auch nicht schon erfolgreich so wie jetzt, aber der hat sich selber oft genug bewiesen, dass diese Täler hier, durch die wir hier manchmal gehen, ne, dass man aus diesen Tälern wieder herauskommt und dass es funktioniert, dass man Stück für Stück nach vorn kommt. So, und jetzt einfach die Frage, frag dich also, gibt es Vorbilder, gibt es Menschen, die bewiesen haben, dass das, was ich eigentlich erreichen will, schon erreicht habe? Und jetzt kannst du dir natürlich an der Börse Leute heraussuchen. Ich glaube, da findest du genügend, die das bewiesen haben. Wer jetzt von euch dabei war bei unserem Coaching-Treffen in Leipzig, ne, da waren wir über 70 Leute und da stand ja einer vorn, der gezeigt hat, wie er innerhalb von ein paar Jahren neben seinem Job es geschafft hat, sich finanziell mit dem Optionshandel frei zu machen, wo viele Kollegen da waren, viele Mitstreiter, die seit vielen Jahren erfolgreich sind. Im Forum gibt es ja auch viele. Ihr könnt mich, als wenn ihr das möchtet, als Beispiel nehmen. Aber ihr müsst euch jemanden suchen, wo ihr euch quasi den Beweis abholt, dass es funktioniert. Das heißt, wenn ihr jetzt keinen Beweis findet, dass ihr sagt, das hat es noch nie gegeben, hat noch nie jemand ist auf Dauer an der Börse erfolgreich gewesen, noch nie hat jemand mit dem Verkauf von Optionen Geld verdient, auch auf längere Sicht, noch nie ist jemand auf der Stufe nach oben gekommen, ne? Dann wird es schwierig. Wenn ihr aber jemand findet, und wenn ihr jemanden finden wollt, dann findet ihr auch jemand, dann werdet ihr auch eure Selbstzweifel über oder eure Zweifel überwinden. Und das ist wieder etwas, das kannst du auch in jedem Bereich anwenden, genau wie den Punkt 1 mit dem langfristigen Plan. Ne? Also wenn jemand, was weiß ich, im Sport was Besonderes erreichen will, dann doch auch, weil er ein langfristiges Ziel hat. So, ein Sportler, der sagt, ich möchte zur Weltmeisterschaft, jemand, der sagt, ich möchte zu den Olympischen Spielen, jemand, der abnehmen will und sagt, ich möchte in 2 Jahren 20 Kilo abgenommen haben, keine Ahnung. Ne? Und hier ist es genauso, gibt es ein Vorbild, gibt es ein Role Model, gibt es jemand, der den Beweis angetreten hat, dass das, was ich möchte, erreichbar ist. Und wenn ihr den findet, dann guckt, was der macht, kann ich von dem lernen und so weiter und so fort. Weil dann zerstört ihr von ganz allein selbst eure Selbstzweifel. Das heißt, ihr kommt aus dieser Mitleidsecke heraus. Ne? Das ist jetzt nicht negativ. Jeder darf mal so ein bisschen wehleidig sein, aber irgendwann muss man sagen, so, jetzt ist es aber wieder gut. Der hat es geschafft, verdammt nochmal, jetzt schaffe ich es auch. So, dritter Punkt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Fragt euch bitte, was ist die Alternative? Und warum habe ich denn überhaupt angefangen? Fragt euch einfach, wir bleiben mal hier ganz konkret beim Optionshandel. Warum habt ihr denn damit überhaupt angefangen? Die meisten Kunden, die zu uns kommen, und ich kann das mittlerweile nach den vielen Jahren sehr, sehr gut einschätzen, weil wir eben dann doch mehr als 10 Kunden haben, kommen ja zu uns nicht als absolute Neulinge. Also wenn von 100 neuen Kunden, die zu uns kommen, sind vielleicht 3, 4 oder 5 dabei, die überhaupt noch nichts mit Börse zu tun hatten. Okay, die ganz neu kommen, die haben gesagt, ich habe da ein Video gesehen und jetzt will ich Optionshandel machen. Nein, die Masse kommt ja und hat schon mal irgendwas anderes gemacht. Die haben mit CFDs gehandelt, mit binären Optionen, die haben Daytrading gemacht, die haben Swingtrading gemacht, was auch immer. Und es hat nicht funktioniert. So, und dann sind sie zu uns gekommen. Und dann haben sie etwas gefunden, wo sie gesagt haben, aha, das könnte gut zu mir passen wegen Zeiteinsatz, ich
setze eben nicht mehr darauf, wo geht der Preis hin, sondern wo geht er nicht mehr hin. Also was war der Grund, dass du überhaupt angefangen hast? So, und wenn du jetzt sagst, ich habe Zweifel an dem System, dann frag dich und frag dich ganz konkret, was ist denn die Alternative? Was könnte ich denn anders machen? Okay? Mal auf einen anderen Bereich bezogen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will, es ist ja gerade wieder Frühling, ne? die ersten Sonnenstrahlen sind da, man will raus. Und gerade wir Männer sind ja genauso eitel wie Frauen. Und dann sagst du, oh, Hemd ist auch ein bisschen eng und so. Ne? Und deswegen mache ich jetzt mal ein paar Wochen lang wieder ein bisschen Sport und achte auf die Ernährung. Und jetzt klappt das nicht gleich so. Ne? Dann frag ich, was ist denn die Alternative? Keine Sport machen, keine gesunde Ernährung? Und hier im Trading ist es genauso. Was ist denn die Alternative, wenn du jetzt nicht weitermachst? Dass sich deine Bank wieder um dein Geld kümmert? Dass du einem Fremden dein Geld anvertraust? Dass du dein Geld wieder für Minuszinsen auf der Bank liegen lässt oder für 0,2% per annum in einem Sparbuch? Also was ist denn die Alternative? Und dieser Punkt, dass du dich fragst, was ist die Alternative und warum habe ich überhaupt angefangen, sorgt eigentlich dafür, dass du eine innere Motivation bekommst. Ne? Dass du sagst, jawohl, ich weiß, ich habe einen Drawdown, ich bin gerade in einem Erfolgstal, aber mein Ziel ist immer noch vorhanden und ich habe daraus den und den Gründen angefangen und jetzt will ich weitermachen. Ne? Hat ganz viel mit diesem langfristigen Plan zu tun. So. Und wenn du diese drei Punkte einhältst, oder wenn du dir diese drei Punkte einfach mal zu Herzen nimmst, ne, und dich mal hinsetzt, wie gesagt, weniger hier hinten auf die Charts schauen, sondern einfach mal sagen, so, jetzt nehme ich mir mal einen Stift und einen Zettel und jetzt schreibe ich mir mal auf diese drei Punkte. Was ist mein langfristiger Plan? Warum habe ich das gemacht? Gibt es Vorbilder? Gibt es jemanden, der es schon bewiesen hat? Und was wäre denn die Alternative, wenn ich jetzt aufhöre? Und wenn du dir darüber mal Gedanken machst, dann wirst du sehen, dass sehr, sehr schnell die Selbstzweifel verschwinden, die Zweifel am System verschwinden und dass du sagst, jawohl, das ist eine Chance, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Übrigens, wenn die dritte Frage, was ist denn die Alternative, wenn du die für dich beantworten kannst und du sagst, naja, ich habe schon eine Alternative, denn ich mache lieber das, das oder das, dann ist es genauso okay, weil es wäre ehrlich und fair auch dir selbst gegenüber, wenn du sagst, also ich habe für mich entschieden, das ist nicht meins. Aus den und den Gründen. Und wenn dem so ist, dann ist es auch okay. Ne? Das heißt doch nicht, dass, wenn man über solche Dinge nachdenkt, dass das Endergebnis sein muss, jawohl, Optionsverkaufen ist das einzig Wahre auf der Welt. Nein, ist es nicht. Es gibt viele, viele andere Dinge an der Börse, wie man Geld verdienen kann. Es gibt viele andere Dinge im Leben, wie man Geld verdienen kann. Und es gibt auch andere Dinge als Geld verdienen. Ne? Und deswegen, aber du musst dir diese Fragen stellen. Du musst dich mit deinen Zweifeln auseinandersetzen. Und das aber eben an konkreten Dingen. Und ich glaube, wenn du das machst, dann wirst du auch relativ schnell für dich einen Weg finden, wie du aus diesen Zweifeln Motivation schöpfst, neue Energie schöpfst und wieder nach vorn kommst. Okay, das war's für heute. Video 18 Minuten lang, war eigentlich gar nicht geplant, aber ihr wisst, ich neige ja zu Ausführungen. Also es wäre eigentlich ein Wort zum Sonntag, aber wir machen es heute am Mittwoch rein, weil das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich kann euch nur eins empfehlen und ja, wirklich auch ans Herz legen. Wenn ihr jetzt schon so weit seid, dass ihr beides erlebt habt, nämlich die Gewinnerseite und die Verliererseite, dann bleibt dabei, weil ihr habt einen riesen Vorteil gegenüber denjenigen, die noch nie die Verliererseite gesehen haben. Stellt euch mal vor, heute startet jemand, der fängt heute an. Wie viel Vorsprung habt ihr dem gegenüber? Wie viel Wissensvorsprung habt ihr dem gegenüber? Ne? Was könnt ihr jetzt alles mit euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt, bewegen? Wenn ihr diese Erfahrung jetzt wegwerft und sagt, ich hole mir jetzt auf einem neuen Gebiet wieder neue Erfahrungen, stellt ihr euch quasi wieder ganz hinten an. Jetzt seid ihr schon ein gutes Stück nach vorn gerückt. Diese Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, die sind Gold wert. Und glaubt mir, das Geld, was ihr jetzt verloren habt, das mag jetzt noch schmerzlich sein. In ein paar Jahren werdet ihr sagen, das war die glücklichste Fügung, die ich hatte, Geld zu verlieren, weil es mir gezeigt hat, dass ich mich aus diesem Tal wieder herausarbeiten kann. Das ist eine teure, aber langfristig eine extrem lukrative Lektion, die der Markt uns da immer mal wieder erteilt. In diesem Sinne, euch viel, viel Erfolg an der Börse. Wenn ich euch helfen kann,
dann bleibt diesem Kanal treu, schaut mal bei uns auf die Webseite optionsstrategien.com, ob da was für euch dabei ist, was die Ausbildung betrifft und so weiter. Gibt auch dieses Jahr noch ein paar neue Sachen, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldung. Bis dahin, euch alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.